Herzliche Grüße alle zusammen. Ich freue mich sehr, euch alle zu sehen. Es sind so viele bekannte Gesichter. Es hat mich einige Zeit gedauert, dass ich eine Facebook-Live-Veranstaltung unternommen habe seit letzter Woche, und ich freue mich sehr, zurück zu sein. Als erstes möchte ich sagen, in der letzten Woche, als all die großen Lehrer aus all den 6 Traditionen von Tibet zusammengekommen sind, es war eine ganz wundervolle Erfahrung für mich. Es war mir eine Ehre, auch wenn es einige Monate gedauert hat, bis wir diese Veranstaltung haben stattfinden lassen können. Und einer der Hauptgründe, warum ich das Gefühl hatte, dass es sehr wichtig war, wenn man die heutige Welt betrachtet, wir sind so getrennt voneinander. Es gibt so viele soziale Konflikte, so viele Herausforderungen, so viel Leid. Und es erschien mir ganz klar, dass dies ein Moment ist, wo wir zusammenkommen müssen. Wir müssen uns mehr miteinander verbinden, ungeachtet unserer Religion, unserer Herkunft. Auch sogar in dieser gemeinsamen Tradition im gleichen Land wie Tibet. Es ist ganz wichtig, dass wir wirklich zusammenkommen. Und es war wirklich ganz wundervoll, mit dem ganzen Team zusammenzuarbeiten. Sie haben mir geholfen dabei, dass wir alle zusammenbringen können. Es war auch wirklich ein ganz großer Erfolg. Wir hatten mehr als 42.000 Betrachter. Es wurde tausende Male geteilt. Es wurde wunderbar kommentiert. Und es war so schön, dass auch ganz viele aus der tibetischen Gemeinschaft teilgenommen haben an dieser Belehrung. Und auch dafür wollte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken und die tibetische Gemeinschaft auch ganz herzlich willkommen heißen. Ich weiß, dass es sehr intensiv war. Es war in dieser kurzen Zeit sehr intensiv. Und dass jeder Lehrer nicht wirklich sehr viel Zeit hatte, das wirklich in Gänze auszusprechen. Auch weil wir wirklich sehr viele Lehrer hatten und wir hatten nur eine begrenzte Zeitspanne. Aber der wichtigste Teil an diesem ersten Phase war erst einmal, alle zusammenzubringen auf dieser einen Plattform, sodass wir alle zusammen auf dieser Plattform wirken können und unsere Erfahrungen miteinander und unser Wissen teilen können mit Menschen, die darin Interesse haben, und zwar bezogen auf dasselbe Thema, und zwar dieses wundervolle Thema, die 5 Weisheiten, das wirklich das Herzthema, die Herzbelehrung aller Belehrungen in Tibet sind. Und es ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Aber das ist nicht ein Thema, das man mal in ein paar Stunden, eben nicht einmal in ein paar Wochen oder Jahren behandeln kann. Man kann mit diesem Thema wirklich Lebensspannen verbringen, darüber zu lernen, darüber zu reflektieren, praktizieren und Erfahrungen zu machen. Aber das ist nicht das Ende, das ist der erste Anfang. So wie ich letztes Mal auch gesagt habe, ich habe bereits mit jedem einzelnen Lehrer gesprochen, und wir möchten gerne nochmal im Januar vielleicht noch eine ganze Woche ein Retreat veranstalten, ein Online, genauso wie es bis jetzt stattgefunden hat, sodass jeder Lehrer, wenn sie denn verfügbar sind, haben einen ganzen Tag zur Verfügung zu haben oder zumindest eine 1,5 Stunden Belehrung halten können, sodass jeder tiefer erklären kann, und was wichtiger ist, dass sie auch ihre eigene meditative Erfahrung teilen können, nicht nur die intellektuelle Theorie, sondern auch ihre ganz persönliche, wie sie es empfinden, wie sie es leben und erfahren und wie es deren Leben beeinflusst hat, wie dieses Verständnis ihr Leben verändert hat. Und das sind die Dinge, woran ich interessiert bin. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch dafür ein Interesse finden könnt. Und wir hoffen, dass wir das irgendwann im Januar stattfinden lassen können. Und ich möchte, dass ihr das alle wisst und bereitet euch vor für dieses wundervolle Ereignis. Und es wird
kostenlos stattfinden. Und das ganze Team, das mich hier bei meiner Idee unterstützt, ich auch mit dabei. Wir stecken so viel Zeit und Energie in dieses Facebook Live. Wirklich Stunde vom Tag, um das zu koordinieren, um alle zusammenzubekommen. Auch das technische Training, welches mit allen Lehrern stattgefunden hat. Also es nimmt wirklich sehr viel Zeit und Energie, aber wir sind so glücklich, dass wir das in den Dienst der Menschen stellen können. Und ich denke, es ist wirklich sehr wichtig. Und das Wichtigste ist, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, zuzuhören, sich zu verbinden, zu lernen und es zu praktizieren von dem Ort aus, wo du jetzt gerade bist. Und ich denke, das ist wirklich ganz wundervoll und das ist auch die Schönheit darin von dieser Internetplattform. Wie auch immer, das sind die wundervollen Nachrichten, so wie ich es vorher auch schon erwähnt hatte. Wir planen diese Veranstaltung. Wir planen auch die eingeborenen Ältesten der Welt. Es nimmt auch einige Zeit in Anspruch, sie alle auf den Ecken der Welt zu finden und sie dazu zu bringen, wirklich online zu kommen und überall auch eine Internetverbindung zu haben. Aber wir versuchen, all die Ältesten der Eingeborenen aus den Kontinenten wie Südamerika, Mongolia, Afrika, Indien zu finden. Und wir wissen noch nicht, wann genau das stattfinden, aber wir arbeiten daran, diese Ältesten zusammenzubringen, der eingeborenen Kulturen, der indigenen Kulturen. Eine andere Sache ist, ich lese jetzt gerade die ganze Liste vor von all den Dingen, die wir versuchen zu planen. Also ich bin ganz enthusiastisch. Also das tibetische Neujahr, ich habe bereits mit Menschen gesprochen, die wirklich sehr bekannte tibetische Poeten, also einige der bekanntesten tibetischen Poeten. Ich kenne ein paar von ihnen und ich habe bereits mit ihnen gesprochen und ich habe sie eingeladen dazu und wir haben auch dort wieder ein Team, was schon daran arbeiten und die Idee ist, dass wir versuchen, einige der besten Lieder des Erwachens zu präsentieren aus den verschiedenen Traditionen von Tibet. Wir werden nicht jetzt die längsten präsentieren, sondern eher kürzere, aber manche sind bereits ins Englische übersetzt worden und wir werden sie vorlesen. Und die Poeten werden auch einige von ihren eigenen Gedichten vortragen und ich freue mich auch sehr auf dieses Ereignis, denn ich persönlich habe in den letzten Jahren auch versucht, in das Schreiben von Gedichten zu beginnen. Also ich habe fast jeden Tag Gedichte geschrieben und ich plane auch gerade nächstes Jahr ein Buch zu veröffentlichen. Das ist das, woran ich die letzten Jahre gearbeitet habe. Aber das, was ich auf meinem Facebook teile, ich weiß, dass ich manche Gedichte in Tibetisch veröffentlichte und ich bekomme oft die Anfragen, sie zu übersetzen, aber ich habe leider nicht die Zeit. Ich würde es so gerne tun. Ich würde es auch gerne auch in ganz vielen Sprachen übersetzen, aber ich habe momentan nicht die Zeit. Aber irgendwann in der Zukunft hoffe ich, dass einige dieser Gedichte übersetzt werden und ich freue mich sehr, sie dann auch mit euch zu teilen. So, das ist erstmal das für die Ankündigungen. Nun bezogen auf die 5 Weisheiten. Ich weiß, letzte Woche waren die Lehrer sehr enthusiastisch und sie wollten wirklich in die Tiefe einsteigen. Und in einiger Zeit wurde es auch ein bisschen schwierig, das so wirklich zu verstehen, zumindest für mich. Also es wurde wirklich schwierig, dem allen folgen zu können. Ich weiß nicht, wie euch es damit ging. Aber das Gute ist, es wurde ja aufgenommen und wir werden auch ganz bestimmt es transkribieren, also in Schriftform, die schriftliche Sprache noch einmal in Schriftform zusammenfassen auf Tibetisch und die verschiedenen Zitate
der verschiedenen Traditionen werden wir auch herausnehmen noch einmal, sodass wir sie alle zusammen haben und dann hoffentlich das auch wieder übersetzen können. Also so, dass wir die Originaltexte aus den verschiedenen Texten wirklich also erstmal auf Tibetisch transkribieren können, also dass wir sie zusammenbekommen. Und wenn es erst einmal ins Tibetische gefasst wurde, hoffen wir, dass es auch übersetzt werden kann in die anderen Sprachen. Also das Thema ist, es ist wirklich kein einfaches Thema. Es ist wirklich ein sehr tiefgreifendes und sehr komplexes Thema. Ich möchte nur ein paar Worte dazu sagen. Ich weiß, dass hier sehr viele Menschen zuhören gerade und sie möchten die grundlegende Begriff der Weisheit in der buddhistischen Tradition. Sprechen wir immer von Tap und Sherab. Tap bedeutet die Methode und Sherab bedeutet die Weisheit. So wird es zumindest übersetzt. Und irgendwie sind diese beiden Begriffe die Grundbelehrungen für die Befreiung. Also es gibt keine Befreiung ohne, oder es kann keine Befreiung erreicht werden, bevor es nicht verstanden, angewendet und praktiziert wird, nämlich Methode und Weisheit. Die Methode ist das Mitgefühl, die Freigebigkeit, Liebe, Frieden, Freude, Disziplin. Das sind die Verstärker des Individuums, also etwas, das man entwickelt, das unsere Qualitäten und unsere Persönlichkeit weiterentwickelt. So wie ein Prozess, also wie eine Weiterentwicklung. Und die Weisheit ist etwas anderes. Es ist etwas, das durchtrennt. Die Weisheit wird oft als Schwert dargestellt. In der Ikonografie gibt es sehr viele Gottheiten, die ein Schwert halten. Und das Schwert symbolisiert die Weisheit. Das durchschneidet. Chöd bedeutet etwas durchtrennen, die Praxis des Durchtrennens. Und die Durchtrennung ist das Herz oder das Herzprinzip der Durchtrennung ist, dass man die Wurzel der Unwissenheit durchtrennt, dass man den Geist durchtrennt, der nach etwas greift möchte, der nach etwas greifen möchte. Also die dualistische Sichtweise, das Ego, wie auch immer du es nennen möchtest. Wir versuchen es einfach zu halten. Jeder einzelne Mensch, jedes fühlende Wesen, zu jeder Zeit erfahren wir irgendeine Form von Anstrengung, Ungemütlichkeit, einen Konflikt, einen Schmerz, ein Leid. Du kannst sofort, wenn du genauer hinschaust, du kannst alle zurückführen zu diesem Geist, der nach sich selbst greift, zu diesem Ego. Das sind die Dinge, die wir wirklich zurückverfolgen können. In einem sehr einfachen Art und Weise, das zu verstehen, auf einer sehr persönlichen Art, wie ich Weisheit verstehe, ist das Hauptgegengift, um das Samsara zu überkommen. Also es gibt keinen Weg, es gibt keinen Ausweg, wie man sich von unserem Leiden befreien kann, von Samsara befreien kann, außer dass wir die Weisheit realisiert haben, verwirklicht haben. Also das ist der eine Teil, worum es auch in der Unterredung ging letzte Woche. Einer der Geshes, im Sutra gibt es eine Erklärung der vier Weisheiten entgegen der fünf Weisheiten. Und im höheren Tantra gibt es die Erklärung der fünf Weisheiten. Also manchmal gibt es nur die vier Weisheiten. Also die Weisheit der Leerheit,
Im höheren Tantra ist die Weisheit der Leerheit manchmal beschrieben. Im Sutra sprechen wir auch manchmal von die Weisheit, die erkennt, dass etwas, die Weisheit, die die Leerheit erkennt. Das ist eine Weisheit in der sutrischen Tradition und diese Weisheit, die erkennt, dass die Realität in Wahrheit leer ist, durchtrennt die Wurzel der Unwissenheit. Also in dem Moment, wenn wir erkennen, dass da draußen nichts ist, also wenn wir irgendeine Form von Schmerz, Konflikt in dem Bezug auf unsere Wahrnehmung der Realität haben, wenn wir uns selbst mit etwas identifizieren, beispielsweise mit unserer Beschäftigung, mit unserer Arbeit, dann erkennen wir in dieser Weisheit, ich bin nicht das, was ich tue, ich bin nicht das, was ich in diesem Beruf erfülle. Also ich bin das. Manchmal endet es traurigerweise so, dass du derjenige bist, der in diesem Job drinsteckt, der diesen Job hasst. Und das ist dann eine ganz traurige Zusammenstellung. Also diese Selbstidentität, die verbunden ist mit diesen äußeren Erscheinungen, wie Besitz, Anstellung, wie deinem Car, deinem Auto, deiner Verliebtheit. Wenn man sich so in sein Auto verliebt hat, beispielsweise, wenn man so viel Kraft hineinsteckt in diesen Besitz des Autos oder Vergleichbares. Wenn wir aber im Inneren uns nicht so sehr mit dem Außen identifizieren, sondern aber auch mit unseren Gefühlen identifizieren. Manchmal identifizieren wir uns ja auch mit unserem Schmerz. Schmerz ist etwas, was wir haben. Schmerz ist etwas, ist nicht das, was wir sind, aber wir fühlen manchmal uns so, als ob wir dieser Schmerz wären. Nicht so, als ob wir diesen Schmerz hätten, nicht, dass wir diesen Konflikt nun mal erleben, sondern dass wir dieser Konflikt sind oder dass wir eben nicht nur Probleme erleben, sondern dass wir dieses Problem sind. Und das ist sehr schwierig, das loszuwerden. Man kann eine Sache loswerden, aber es ist sehr viel schwieriger, sich selbst loszuwerden. Also Weisheit gewissermaßen ist ein Aufwachen des Selbst. Es ist, dass man sich selbst verwirklicht oder zu wissen, wer man selbst wirklich ist. Also zu wissen, wer bin ich. Eine einfache Weise ist zu betrachten. Also es ist wirklich manchmal schwierig zu wissen, wer bin ich. In unserem alltäglichen Leben versuchen wir zu verstehen, wer der andere ist. Also man versucht der Ehemann sagt beispielsweise zu seiner Frau, ich versuche wirklich zu verstehen, wer sie ist. Oder sie sagt, ich versuche wirklich zu verstehen, wer er eigentlich ist. Oder wir versuchen zu verstehen, wer ist überhaupt diese Person. Wir versuchen in unserem Leben immer zu verstehen, wer jemand anderes eigentlich ist. Und ich sage manchmal eigentlich, das ist wirklich Zeitverschwendung. Versuch, hör auf zu verschwenden, deine Zeit zu verschwenden. Wenn du so viel Energie hast, dann nimm die Energie zu entdecken, wer du selbst bist und nicht, wer jemand anders ist. Wenn ihr es nicht gemerkt habt, es ändert sich alles so schnell. Die Wirtschaft, die Welt, die Menschen, Bedürfnisse, die Ansichten der Menschen, die Weltansicht ändern sich so schnell. Sogar Moral und Ethik ändern sich. Diese Welt ist eine Welt konstanter Veränderungen. Und es gibt nicht dieses Absolute, was ist in dieser Welt, sondern wir müssen wirklich gut verstehen, voll zu leben, Respekt zu leben, harmonisch zu leben. Mit einem Gefühl von Offenheit, Freundlichkeit in jedem Moment, mit jeder Situation, mit jeder Person im Leben.
oder mit deiner eigenen Situation in deinem Leben, egal ob es gut oder schlecht ist, was auch immer es sein mag. Wie auch immer, wir versuchen es einfach zu heilen. Es geht mehr darum, dich selbst zu verstehen, wer du wirklich bist. Und um das wirklich realisieren zu können, ist es wirklich hilfreich, erstmal zu erkennen, was du nicht bist. Denn vielmals identifizieren wir uns mit etwas, was wir nicht sind. Und wenn wir realisieren, wenn wir erkennen, dass das nicht ist, womit wir uns identifizieren, dann haben wir eine größere Möglichkeit, zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wir wirklich sind. Ein ganz typisches Beispiel aus der Neurowissenschaft ist, wenn man einen schweren Rucksack auf seinem Rücken trägt und man auf einen Berg schaut, auf den man gerne hochklettern möchte. Der schwere Rucksack auf deinem Rücken bewirkt, dass deine Wahrnehmung des Berges, dass der Berg höher erscheint. Aber wenn man das Gewicht von seinen Schultern nimmt, dann erscheint der Weg auf den Berg sofort geringer und der Aufstieg auf den Berg erscheint sofort leichter. Also ohne, je geringer der Aufwand, umso einfacher der Aufstieg. Und das Leben ist ganz ähnlich. Je mehr Konflikte, Probleme man mit sich trägt, all diese Konflikte und Gedanken, das sind so schwere Dinge, die man auf seinem Rücken trägt, wenn man versucht, durch das Leben sich hindurch zu bewegen. Jeder Reisende, es ist immer leichter, mit ganz leichtem Gepäck zu reisen. Es ist wirklich eine gute Art zu reisen. Und dass die Lebensreise, da genau darum geht es, trag weniger Gedanken, weniger Probleme, habe eine klare Vorstellung davon. Es geht nicht darum, was du besitzt, vor allem nicht die negativen Dinge, mit denen man sich identifiziert. Also Weisheit ist, ich hoffe, dass ich das ganz klar erklären kann für euch, die Weisheit ist gewissermaßen die Selbsterkenntnis, dass man weiß, dass man sich selbst wirklich kennt. Gut. Ich hoffe, es macht, klingt sinnvoll, was ich versuche zu vermitteln. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann versuche zumindest ein wenig mehr Aufmerksamkeit darauf zu setzen, womit du dich identifizierst, was du nicht bist. Je klarer du es sehen kannst, womit du dich identifizierst, was du nicht bist. Ich möchte ein ganz einfaches Beispiel geben. Meine Schüler haben diese Erfahrungen geteilt. Es gab mal einen Fall, dass einer meiner Schüler sich wirklich sehr stark mit seinem Arbeitsplatz identifiziert hat. Und ich wusste ganz genau, dass dieser Schüler wirklich darüber hinwegkommen wollte, über diesen ganzen Konflikt, über diese Erschöpfung, aber er hat sich so stark mit diesem Schmerz identifiziert und dem Job identifiziert, dass es sehr schwierig war, dass er diesen Job wirklich hinter sich lassen konnte oder ihn zumindest änderte oder zumindest eine Pause davon nehmen konnte. Und was passierte war, dass diese Person immer weiter machte, bis diese Person krank wurde und wirklich tatsächlich gestorben ist. Also ich möchte nicht jetzt sagen, dass es wirklich 200% mit diesem Job zusammenhing. Es gab auch bestimmt andere Situationen, die damit eingewirkt hatten. Aber diese große Identifizierung mit diesem Job. Ich kannte auch andere Fälle, wo Menschen wirklich in ähnlichen Situationen waren, aber sie dann erkannt haben, das ist es nicht, sondern erkannt haben, man kann das loslassen und davon frei sein und etwas Neues, einen neuen Weg finden. Wir sagen oft, entweder du änderst deine Selbstwahrnehmung, nicht nur als Arbeiter, oder du änderst deinen Job. Also es gibt zwei Arten, wie man von dem Leid befreit wird in dem Job.
Also das ist etwas wirklich, das was so viel damit zu tun hat, womit man sich selbst identifiziert. Und die Weisheit ist, dass man sich nicht identifiziert mit einer Begrenztheit, sondern man besitzt die Fähigkeit, diese Rolle zu erfüllen mit einer Offenheit, mit Commitment, mit einer Spielheit, mit einer Freude, mit einem Gefühl von einem Dienst zu leisten oder etwas zu tun, was über einen selbst hinausgeht. Und das Dienst ist, ein Dienst zu leisten, das ist wirklich etwas, worum es hier auch geht. Und diese Art von Dienstleistung, hier geht es um eine dienstleistungsorientierte Weisheit. Also es ist weniger bezogen auf sich selbst. Das ist wirklich eine sehr einfache Art von Verstehen, was mit Weisheit gemeint ist. Ich werde hier ein bisschen vorlesen aus einer der einfachen Passagen aus der Bön-Tradition, Shangjin-Ninyu-Tradition, eine der Dzogchen-Traditionen. Und hier geht es, in diesem Teil geht es in ganz einfacher und klarer und verständnisvoller Sprache um die fünf Weisheiten. Unser Geist, die Natur unseres Geistes, dort gibt es nichts Inhärentes, nichts Festes an sich selbst. Wenn du erkannt hast, dass es dort nichts Inhärentes in unserem Geist gibt, dass unserem Geist nichts innewohnt, das ist die Weisheit der Leerheit. Es ist nichts da, bedeutet, der Geist ist leer. Also es ist aber nicht nur leer, es fällt nicht nur in die Kategorie der Leerheit, also nicht in die nihilistische Form von Leerheit, sondern es ist eine klare, reine Präsenz. Also diese Klarheit, die fähig ist, die in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren, wie ein Spiegel, so wie die spiegelgleiche Weisheit. Dieses Bewusstsein können nicht voneinander getrennt werden. Sie sind untrennbar. Also das Bewusstsein und die Leerheit ist ein Mitspieler von Gleichheit. Auch wenn sie nicht getrennt werden können, also die Essenz kann nicht getrennt werden vom, aber die Eigenheit, die einzigartigen Qualitäten können ganz klar getrennt werden, sind sehr unterschiedlich voneinander. Beispielsweise der Spiegel. Wenn man in einem Spiegel zwei oder viele Spiele oder sehr viele Bilder sieht, also Blumen sieht, man kann jede einzelne Blume und jede einzelne Farbe ganz klar voneinander unterscheiden. Aber die Natur des Spiegels, wenn man das auf die Natur des Spiegels bezieht, dann ist das alles dasselbe. Aber die einzelnen Farben der Blumen, die sind trotzdem da und die können ganz klar unterschieden werden. Und in dieser Weisheit, alles, was dort präsent ist, alles, was sich dort manifestiert oder aus ihr heraus manifestiert, ist wie eine Manifestation ohne Anstrengung, ist eine spontane Manifestation. Also die alles erreichende, vollführende Weisheit, ist alles ist
dort in ihr perfektioniert. Alles ist natürlich vorhanden. Alles steigt aus sich selbst heraus. Also es ist nicht etwas, das irgendjemand macht oder jemand herstellt, oder, sondern es ist etwas, was spontan perfektioniert ist und bereits dort existiert. Und wenn man in dieser Wahrheit, in dieser Natur ruht, dann manifestieren sich diese Qualitäten ohne Anstrengung. Also ich versuche hier wirklich eine ganz einfache Art zu finden, das zu erklären. Also das sind die fünf Weisheiten. In einer Art und Weise kann man alle, also die fünf Weisheiten sind keine fünf Weisheiten, sondern im Grunde genommen nur eine einzige Weisheit. Und nur eine Weisheit ist das Erwachen des Selbst. Das ist die ultimative Weisheit. Und alle anderen Weisheiten sind Aspekte und Qualitäten dieser einen Weisheit. Lass uns ein ganz einfaches Beispiel davon geben, in unserem alltäglichen Leben. Wir möchten gerne glücklich sein, beispielsweise. Wir möchten gerne großzügig sein. Wir möchten gerne liebend sein, liebevoll sein, offen sein. Wir möchten gerne freundlich sein. Wir möchten gerne von Dingen loslassen können und frei sein. Wir möchten viele von diesen erleuchteten Qualitäten, tugendvollen Qualitäten. Nicht nur wollen wir sie, sondern wir brauchen sie manchmal auch. Es sind manchmal auch Überlebensstrategien. Beispielsweise, um deinen Job zu behalten, muss man auch einige dieser Qualitäten oder in einer Beziehung verbleiben zu können. Oder wenn man ein sinnvolles Leben führen möchte, dann brauchen wir diese Qualitäten. Also es ist nicht nur irgendeine Luxusangelegenheit für deine erleuchtete Befreiung, sondern es sind wirklich ganz grundlegende Qualitäten für das Überleben. Aber wie kommen wir dahin? Zum Beispiel die Idee des Glück. Jeder Mensch hat das Recht, sein Glück zu verfolgen. Aber wie kann man sein Glück verfolgen? Also wenn wir mehr anhäufen, dann ist das ganz offensichtlich nicht die Lösung. Ich bin mir ganz sicher, dass die meisten von uns wissen, dass das nicht die Lösung ist. Dass man mehr besitzt, dass man mehr tut, dass man mehr möchte, dass man mehr Kraft noch reinsteckt, noch mehr kämpft. Nichts davon sind beteiligte Faktoren an unserer Glücklichkeit, an unserem Glück. Ich weiß, manchmal sagen Leute, im Tibetischen sagen wir, man hat ein Yak, dann hat man ein Problem mit einem Yak. Hat man zwei Yaks, hat man Probleme mit zwei Yaks. Wenn du gar keinen Yak hast, hast du ein Problem mit gar keinem Yak. Also die Frage stellt sich, möchtest du das Problem von keinem Yak oder von einem Yak? Natürlich sagen die Menschen, natürlich möchte ich lieber Probleme mit einem Yak oder mit einem Yak als ohne Yak. Ja, das verstehe ich. Aber das ist nicht die ultimative Antwort. Denn ganz wahrscheinlich möchte man frei sein von allem, was man besitzt. Nicht nur sogar der eigene Körper, sogar die Wahrnehmung des eigenen Selbst. Also am Ende geht es darum, dass man sich selbst findet und frei von allem ist. Und erst wenn man sich selbst gefunden hat, dann gibt es eine wahre Freude, die dort aufsteigt. Das wahre Selbst wird aufsteigen. Das Gefühl von dem echten Selbst wird jede einzelne Qualität gebären, die man braucht. In diesem ganz speziellen Moment. Nicht das, was du willst. Das, was du willst, ist manchmal etwas ganz anderes von dem, was man braucht. Also in jedem Moment gibt es Dinge, die ich meine, die ich brauche. Und ich glaube fest daran, dass wenn ich in diese Weisheit einsteige, in mein eigenes wahres Selbst, dann fühle ich, dass ich in der Lage bin, alles zu haben, was ich brauche in Bezug auf die erleuchteten Qualitäten. Alles das, was ich in meinem Leben brauche. Nicht das, was ich meine, was ich will, sondern das, was ich brauche, um zu wachsen. Und ich denke, das ist sehr wahr.
Die Freude wird erst dann kommen, nicht wenn man noch mehr sucht. Das Glück wird erst dann kommen, wenn man sich selbst gefunden hat. Und du wirst nur dann dich selbst finden, wenn du dich ausruhst vom Suchen. Solange du suchst, die Definition des Suchens oder des Suchen, das ist dein Verlust. Und du wirst es nie, also solange du suchst, bist du verloren. Aber in dem Moment, wenn du aufhörst zu suchen mit einem dualistischen Geist, sondern wenn du einfach nur ruhst in dieser großen, unbegrenzten Weite, dann findet ein Erwachen statt. Eine Präsenz steigt auf, ein Wissen steigt auf. Das Wissen über die Erfülltheit. Und in diesem Moment bist du mehr in deinem Sein, bist du mehr in diesem Moment jetzt. Und das, was der Moment jetzt braucht, dann wird sich die Freude dort entfalten. Und die Qualität, die es braucht, die wird es dort entfalten. Und wenn sich etwas nicht entfaltet, eine Qualität nicht entfaltet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du diese Qualität gar nicht brauchst. Denn diese Qualität entfaltet sich nicht aus diesem offenen Raum heraus. Manchmal versuche ich ich versuche nicht meinem Schmerz zu folgen, sondern dieser Offenheit zu folgen. Also, wir werden hier stoppen, um es einfach zu halten, und ich werde eine Meditation durchführen. Also nicht nächste Woche, sondern danach werden wir durch jede einzelne Weisheit durchgehen, und ich werde noch einmal persönlich reflektieren über jede einzelne der 5 Weisheiten. Ich habe Also sobald ich die Zeit habe, ich hatte bis jetzt noch nicht die Zeit, durch das letzte Teaching noch einmal mir anzuschauen, noch einmal darüber zu reflektieren. Also sobald ich die Zeit habe, werde ich das nochmal mir anschauen und werde noch einmal durchgehen, was jeder der einzelnen Lehrer gesagt hat. Nun zur Meditation. Setzt euch bitte bequem hin. Wenn du die Beine verschränkt hast, dann lass sie verschränkt. Richte deinen Rücken gerade, öffne deinen Brustkorb, die Kinn ein bisschen leicht nach unten geneigt. Du kannst deine Augen geöffnet lassen, wenn du möchtest. Wenn du es vorziehst, deine Augen zu schließen, kannst du sie schließen. Richte deine volle Aufmerksamkeit auf diesen Ort, auf diesen deinen Ort, jetzt in diesem Moment. Sei dir voll und ganz bewusst, jetzt über diesen Moment, was in dir passiert, was mit dir passiert. Jede Art von Unmut. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Jeder Ort in deinem Körper, jede Form von Unannehmlichkeit, irgendeine Blockiertheit, richte deine Aufmerksamkeit darauf und atme sie aus von diesem Ort und atme wieder auf diesen Ort ein und kläre diese Windblockaden, jede Ausatmung, ruhe noch tiefer, verbinde dich noch tiefer zu deinem Körper und der Stille in deinem Körper.
Sei dir deiner Sprache bewusst. Stimmen in deinem Kopf, Unterhaltungen, die du hattest oder die du planst zu haben. Dort gibt es eine Identifizierung mit dem Selbst, mit der Schmerzsprache, welche sich mit dem Schmerz identifiziert. Und von dieser kommt die Schmerzsprache heraus und es gibt einen Plan, etwas auszusprechen. Etwas Bewertendes, etwas, was verletzt, negativ ist, sei dir dessen einfach bewusst und atme es aus. Sehe es, fühle es, fühle den Wind, den diese Sprache erzeugt, diese Schmerzsprache erzeugt, welche jetzt noch nicht ausgedrückt wurde, sondern in dem Prozess dabei ist, sich ausdrücken zu wollen. Sei dir dessen bewusst, dieser Schmerzidentität, bevor sie Dinge wirklich durcheinander bringt. Und atme es aus, sodass es niemanden verletzen kann. Atme es aus. Jedes einzelne dieser Anstrengungen, dieser Blockaden, dieser Schmerzsprache, noch einmal, soweit die Weisheit betroffen ist, es ist frei von dieser Schmerzidentität. Für uns ist diese Schmerzidentität assoziiert mit unserem Körper, was man sehen und fühlen kann in unserem Körper wahrscheinlich. Man kann es physikalisch sehen. Man kann es als Krankheit, als Blockade sehen, als Verspannungen. Es ist ganz klar dort. Es hat sich einfach nur manifestiert aus dieser Schmerzidentität heraus. Sogar deine Stimme ist nicht in der Lage, sich klar auszudrücken. Stark auszudrücken, offen, sondern fühlt sich voll Angst, blockiert oder sogar explosiv, zerstörerisch. Erkenne es. Das ist das Gegenteil der Weisheit. Das sind die Manifestationen der falschen Identität, der Schmerzidentität, der Perlenschmerzsprache. Erkenne es und atme es aus. Diejenigen unter euch, die bereit sind, E-Mails zu verschicken, vielleicht könnt ihr sie löschen oder noch einmal umschreiben. Und zum Schluss richte deine Aufmerksamkeit auf dein Herz, auf deinen Geist. Ganz tief in deinem Herzen, in deinem Geist gibt es eine Selbstwahrnehmung. Wer bin ich? Ich bin ein Lehrer. Ich bin ein Vater. Ich bin eine Mutter. Ich bin ein Doktor. Ich bin ein Anwalt. Oder sogar, ich bin eine gute Person, ich bin eine böse Person. Die Identität, die Selbstwahrnehmung, ganz tief in dir. Was auch immer es ist, wie gut es ist oder wie schlecht es ist. Wenn du dich damit so stark, egal womit, identifizierst, dann wird das alles Konsequenzen haben, und zwar Konsequenzen des Leidens.
Konflikte, Schmerzen. Wenn du das erkennst, jetzt in diesem Moment, wunderbar. Das ist dein Moment, um in dieser Weisheit zu erwachen. Nicht das zu sein, was du nicht bist, sondern das Tür zu öffnen zu dem, was du wirklich bist. Atme tief und atme aus. Und atme weiter tief, welcher Bereich auch immer es ist, in welchem sich deine Schmerzidentität assoziiert oder manifestiert, in deiner Sprache, in deinem Geist, in welcher auch immer der drei Tore. Und diese Blockade ist der Grund, warum man den Zugang zur Weisheit nicht hat. Sie stören, sie verdunkeln den Zugang zur Weisheit und erkenne das. Erkenne, das ganz Wichtige ist, in deinem eigenen Leben, erkenne, was du nicht bist, was du nicht bist und wie stark du dich damit identifizierst und wie diese Identität so viele Konflikte erzeugt und Situationen erzeugt und Leid erzeugt und sogar deine Gesundheit beeinflusst. Erkenne, erkenne. Mit dieser Erkenntnis erlaubst du dir, loszulassen und tief zu ruhen. So, das ist die Praxis, zu sagen, ich werde loslassen von alledem und ich werde mir selbst erlauben und ich werde uns allen im Kollektiv erlauben, tief in unserer Essenz zu ruhen. Und ich werde das Salil-Mantra spielen und es ist eine Einladung, dass du in deiner Stille deines Körpers ruhst, in der Stille deiner Sprache, in der Raumhaftigkeit deines Geistes, also die Weisheit von Körper, Sprache und Geist, all diese verschiedenen Erfahrungen der Weisheit sollen aussteigen, aufsteigen.
Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass die Meditation, die wir gerade durchgeführt haben, ich hoffe, dass sie einen Bezug herstellen kann zu dem, worüber wir gesprochen haben, über die Methode und die Weisheit. Und die Weisheit geht um die Selbstrealisierung, um die Selbsterkenntnis, zu wissen, wer du bist. Aber zu wissen, was du nicht bist und anstatt dich damit zu identifizieren und noch mehr Konflikte und Schmerz zu erzeugen, in jedem Moment, wo du Schmerz und Konflikte erfährst, kannst du sehen, dass es eine direkte Beziehung mit der falschen Identität gibt. Und die Wege, wie man davon frei sein kann, ist, ja, ich identifiziere mich ganz klar damit seit Jahren und es ist Zeit, das aufzulockern oder es sogar komplett loszulassen oder zumindest nicht eine komplette Identifizierung damit. Man kann ein sehr viel besserer Vater sein, wenn man nicht nur diese limitierte Wahrnehmung davon hat, ein Vater zu sein. Sondern man möchte ja auch frei sein, man möchte kreativ und spielerisch sein. Man möchte jede Form von Begleiter sein, den dieses Kind braucht. Aber wenn du nur der Vater bist, dann ist es eine begrenzte Form. Wenn du nur eine Mutter bist, eine Mutter ist nicht nur eine Mutter oder nicht nur ein Vater, sondern eine Person, die sich auch mit Angst und Sorgen identifiziert. Und diese Sorgen und diese Angst sind manchmal genau das, was wir auf unsere Kinder übertragen oder die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten oder die Menschen, die für dich arbeiten. Und diese Art der Übertragung von Energie, von Angst und Begrenztheit, das ist kein guter Weg, eine dynamische Beziehung zu haben. Also es ist nicht sehr hilfreich. Also ich hoffe, dass wir alle erkennen, dass wir in unserem Leben jetzt etwas erkannt haben, wie wir uns mit dem identifizieren, was wir nicht sind, und dass wir ein bisschen mehr einen Zugang dazu haben, zu dem, was wir wirklich sind, und dass wir eine Präsenz davon tragen, ein kleines Erwachen der Weisheit, ganz im Kollektiv, so dass wir uns alle gegenseitig unterstützen. Und ich hoffe, dass es uns einen neuen Raum schenkt, einen neuen Atem, ein neues Licht in unser Leben bringt, einen neuen Raum für ein neues Sein in deinem Leben ermöglicht. Und was ich noch zum Schluss sagen möchte, wenn wir natürlich im Kollektiv zusammen praktizieren, dann gibt es dort wirklich eine gemeinsame, eine kollektive Kraft, die hier auch vonstatten gehen. Es ist ganz anders, wenn wir versuchen, nur für uns alleine zu praktizieren. Also die Cyber-Sangha-Praxis ist, aber du praktizierst mit der Sangha, aber du bist trotzdem in deinem eigenen Ort. Auch diejenigen, die nicht kommentieren oder die auch nur neugierig hier reingucken. Und das ist alles in Ordnung. Ihr alle seid herzlich willkommen, in einer Art und Weise teilzunehmen, sodass wir alle zusammen, wir uns gegenseitig unterstützen und uns vernetzen miteinander. So, vielen herzlichen Dank. Das war alles. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass die Praxis hilfreich ist und gut ist. Ich weiß nicht, wann wir uns genau das nächste Mal sehen werden, aber es wird angekündigt werden. Aber bis dahin, macht das gut.